Hallo, ich bin Franka. Und ich, Selina. Wir sind heute im Geschwister-Scholl-Haus in Staaken. Hier findet heute und die nächsten 3 Tage das Medienfestival statt. Dort kann man verschiedene Workshops machen, zum Beispiel Geocaching und Medienbearbeitung. Wir werden euch in den folgenden Tagen zeigen, was hier passiert. Film ab! Jeder sitzt zu Hause an seinem Rechner und spielt. So, und eine LAN-Party ist dann eben dafür da, dass man sich alle trifft. Man kocht auch gerne mal was zusammen, isst zusammen, hat die ganze Zeit Spaß und verbringt gemeinsam die Freizeit, dass man sich auch sieht und nicht immer nur diese riesige Wand namens Internet. Dadurch, dass halt jetzt das GSH dieses Mediencamp hat und die ganzen 16 Rechner halt hier und in einem anderen Raum stehen, lernen sich halt verschiedene Kinder noch kennen und können neue Freundschaften bilden. Und ja, das war halt, glaube ich, eher das Ziel von der LAN-Party hier. So, kommt mal raus und dann runter. Ja, ja, jetzt will ich nochmal hochkommen. Ja, alle. Ist doch gut, ist doch schön, Mensch. Können wir gleich mal einspielen. Ja, natürlich, dass sie da sind. Ja, spiele ich erstmal noch ein bisschen ein, dann geht's gleich los. Hallo Ralf, was machen Sie hier? Ich mache hier ein Musikkreativangebot für Jugendliche und Kinder. Es soll Spaß machen und es geht darum, auch Kindern Musik und Kreativität an Instrumenten einfach zu vermitteln. Könnten Sie uns vielleicht noch ein kleines Stück auf dem Klavier vorspielen? Ich hole euch dann, wenn wir das heute noch schaffen, wenn ich seid nicht enttäuscht, machen wir es morgen, ja? Gleich als allererstes. Das geht ganz leicht. Also das Licht, das wird von der Kamera eben aufgenommen und ja, also am Ende wird es so eine Art Foto, was man gemacht hat und das merkt sich sozusagen die Kamera. Jetzt machst du einmal zack, einen großen, also nicht einen zu großen, sondern so einen Zoom. Ja, wunderbar. Ich finde die alle toll und die machen das super klasse. Also, das GPS führt uns eigentlich gleich dahin. Ja, cool, guck mal, unsere Schatztruhe hat sich geöffnet. Ja, cool. Also steht, euren Schatz findet ihr, wenn ihr jetzt noch 8 Schritte geradeaus geht. Na dann. Ah, da. Mach mal auf. Oh, cool. Ja, vielleicht ist das ja ein Hinweis für unseren nächsten Ort. Hallo, darf ich mal wissen, was ihr hier macht? Ja klar, wir machen gerade Geocaching. Und was ist das? Das ist eine digitale Schatzsuche, die wir hier machen, wo wir dann einfach eine Route ablaufen müssen, die von jemand anderem erstellt wurde. Und unser GPS führt uns dann halt immer zu den jeweiligen Orten. Und immer an dem Ort müssen wir dann einfach ein kleines Rätsel lösen, eine Frage beantworten zu dem Ort oder sonstiges. Okay, danke fürs Interview. Klar, kein Bitte. Problem. Tschüss. Ciao. So, ist denn der Marktplatz soweit vorbereitet? Nein, noch nicht ganz. Was spielen Sie denn? Am besten mit der Platte, dann müssen wir mal gucken. Was spielen Sie? Dann, wir machen jetzt einen Film hier. Was denn? Machen wir die Hand weg, wir sehen sonst nichts. Weiter nach vorne, ne? Der läuft ja nicht auf der Stelle, sondern der kommt dadurch ja voran. Das funktioniert so, man stellt ihn irgendwie hin, dann macht man wieder ein Foto hier am Computer. Dann macht man einfach noch weiter oder er kann auch dann gerade stehen und dann macht man wieder ein Foto und irgendwann entsteht etwas und dann sieht das toll aus.
Ich bin heute hier eingeladen, um als Medienpädagoge ganz vielen Eltern und allen, die es interessiert, etwas über Computerspiele zu erklären. Was ich bei Eltern häufig erlebe, ist, dass Eltern nicht mehr verstehen, was passiert, wenn die Kinder die ganze Zeit nur in den Monitor starren. Und damit die Eltern ein bisschen mehr verstehen, warum die Kinder das gut finden, warum das unter Umständen sogar bildend sein könnte oder was man alles dabei lernen kann. Das werde ich heute hier alles erklären. Da habe ich jetzt das Gefühl, dass ich meine Kinder besser verstehe und mich und meinen Mann besser verstehe und dass ich da auch besser mit denen dann drüber reden kann und wir auch gute Regeln finden können, so mit dem, was ich jetzt weiß darüber. Und das wird sicher irgendwo sich niederschlagen. Hier war das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Hallo. Und darf bitte nicht pusten oder sowas?